Kaito Kid wird im 23. Kinofilm übel zugerichtet. Und mit diesem Sachverhalt setzen wir uns auseinander, wer wird sein Gegenspieler sein. Alles Wissenswerte erfahrt ihr wie immer nach dem Intro. Komm mal Leute, was geht ab? Ich bin Kello Akane. Ich begrüße euch alle ganz herzlich zu einem weiteren Detektiv-Conan-Video. Zum Film 23, die Faust des blauen Saphirs. Gibt es schon einige Informationen? Vieles ist bekannt, vieles ist unbekannt. Ich habe schon etliche Videos dazu gemacht. Könnt ihr euch angucken. Grobe Story ist ja die, dass in Singapur eine Karate-Meisterschaft stattfindet und der Gewinner kriegt einen Gürtel und in diesem Gürtel befindet sich der blaue Saphir. Makoto ist natürlich der Karate-Champ. Er ist also definitiv vor Ort. Genauso wie Kaito Kid. Das sind auch die zwei groben Hauptcharaktere. Wir wissen, Kaito Kid ist auf der Suche nach Pandora, dem Edelstein und so weiter und so fort. Ist also, wenn ihr es so sehen möchtet, so eine Art Crossover. Eine ziemlich geile Sache. Wir haben auch Shinichi, wir haben Ran gesehen. Ziemlich viele geile Scheiße. Aber wer sich den Trailer angeguckt hat, Link ist auch unten in der Beschreibung, der weiß, dass Kaito Kid übel zugerichtet wurde. Er wurde angeschossen, er ist fast gestorben. Und dann fragen wir uns, normalerweise hat er immer, ja, mit Conan auf einer Rivalitätsebene konkurriert. Ja, aber keiner würde so weit gehen, den anderen zu verletzen. Makoto ja ebenfalls nicht, auch wenn es in dem Trailer so aussieht. Aber die Polizei denke ich mal auch nicht, es sei denn, es ist eine korrupte Polizei. Und in diesem Video gehen wir auf zwei Protagonisten ein, beziehungsweise Antagonisten, die uns hier vorgestellt wurden. Eine wichtige Person, die für uns bis dato noch völlig unbekannt ist, ist also eine gänzlich neue Person, ist Leo. Leo ist, ja, wie soll ich das sagen, ein Krimineller, ja, ein Krimineller, Verhaltenspsychologe, ist aber auch bekannt als Detektiv, ist jetzt aber eigentlich auf der guten Seite, arbeitet als Geschäftsmann mit Unternehmen zusammen, aber durch einen Grund, ja, er verfolgt einen gewissen Plan, ist er natürlich sehr an dem blauen Saphir interessiert und möchte ihn natürlich auch haben, wahrscheinlich nicht auf der ganz legalen Art und Weise, denn eigentlich steht dem blauen Saphir den Gürtel ja nur der Gewinner zu, der dann die Karate-Meisterschaft gewinnt. Und dieser Leo ist halt kein Karate-Kämpfer und so weiter und so fort. Das wirkt also schon mal ziemlich dubios, ja, viele Lücken in der Vergangenheit. Und er ist also der klare Gegenspieler von Kaito Kid, Makoto und Conan. Ziemlich coole Sache, ja. Er wirkt auch so ein bisschen schnöselig. Ich werde euch auch mal ein Bild einblenden. Scheint aber sehr, sehr elegant das Ganze zu lösen, ja. Wirkt also wie so ein schmieriger Geschäftsmann, um es einfach mal so zu pauschalisieren. Er hat aber auch eine ziemlich attraktive Sekretärin zu seiner Seite, ja, nämlich Rachel. Und Rachel, ja, wirkt sehr, sehr schön, wirkt sehr, sehr vorausschauend mit ihrem Denken, wobei ihr Zweck, ihr eigentliches hier so ein bisschen unbekannt ist. Was wir aber sagen können, ist, dass Rachel, also die Sekretärin, sehr, sehr stark an Kogoromori interessiert ist. Ja, welche Absicht dieses Interesse verfolgt, das können wir leider nur mutmaßen, spekulieren, ob es jetzt attraktivmäßig gesehen ist, ich glaube eher nicht, oder ob es irgendwas mit seiner Arbeit, Vergangenheit zu tun hat, ist wahrscheinlich eher der Fall. Das sind auf jeden Fall zwei Protagonisten, die wir schon kennen, wie gesagt, Leo und Rachel, und ich denke mal, auch Leo, weil er ja nicht vom guten Schuss ist, wird also die ein oder andere böse Option haben, den ein oder anderen Hintermann, den ein oder anderen kriminellen Kontakt, der Hintermänner auf jeden Fall organisieren kann. Wir haben ja auch im Trailer gesehen, dass viele Leute Makoto mit einer Waffe bedrohen. Wir können uns also sicher sein, dass dieser Film gerade mit diesem Antagonist auf jeden Fall ziemlich viel Action vermuten lässt. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Kaido Akai.